Einen wunderschönen guten Morgen mal wieder. Ich habe einige Kommentare erhalten, warum ich so gegen Harit wettere. Also gewettert habe ich nicht. Ich bin eigentlich recht objektiv, allerdings manchmal auch etwas, übertreibe ich auch etwas. Es ist ja nicht persönlich gegen Harit. Ich glaube nur, dass sein Spielstil und seine Art nicht zu Schalke passt. Freddy aus Nikolaus. Also, heute Morgen konnte ich nicht pennen. Da bin ich also früh aufgestanden und habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Und auch viele der Chancen mir angeguckt und ja, bin immer noch derselben Meinung. Ja, da schreibt der Sven, die letzten zwei Tore hätten sie sparen können. Ut Note 6. Ich lasse das jetzt erstmal alles so stehen. S04 Forever. Ut und Raman waren gut. Dein Ernst? Groß hat richtig gewechselt. Echt jetzt? Nee, sorry, nicht böse gemeint, aber das war das dritte Mal, dass Groß sich vercoacht hat. Nee, gehe ich gleich auch drauf ein. Der Karl Lohr hat mal durchgerechnet die ganzen Spieltage und bei Kicker, glaube ich, oder beim Tabellenrechner durchgespielt. Und am letzten Spieltag, wenn wir dann gegen Köln klar gewinnen, landen wir also vor Köln und gehen in die Relegation. Also sind wir da schon mal gerettet. Danke, Karl. So, lass mal eben weitergehen hier. Was hast du gegen Harit? Schon gesagt und gehe ich auch gleich drauf nochmal ein. MT sagt, ich finde auch, dass er, also Harit, zuletzt gar nicht so schlecht gespielt hat, aber und gegen Hoffenheim sogar sehr gut. Für mich ist er der einzig spielerisch starke, doch hat er keinen, mit denen er spielen kann. Oh. Manchmal verdribbelt er sich leider. Auch bei Serda war es etwas besser wieder. Steven schreibt, Harit, der Typ ist ein Mitläufer, mehr nicht. Klar hat er jetzt ein bis zwei gute Spiele, aber die 30 davor waren absoluter Bullshit. Aga schreibt an Ed Steven, sag mal, es geht um Fußball. Ich will Mitläufer, wenn der Ball vorne wegrollt, brauche ich Mitläufer und dann zack, Tor. Stimmt auch wieder. Dann schreibt jemand, der MT schreibt, Ed Steven Mitläufer. Ja, würde ich nicht sagen, er braucht Spaß am Spiel und eine Wohlfühlatmosphäre oder so. Ich habe ihn mal fälschlicherweise als Schönwetterfußballer bezeichnet, aber das scheint nicht zu stimmen. Er muss definitiv noch reifer werden, doch wir Fans verurteilen Charaktere oft, obwohl wir deren Persönlichkeit ja eigentlich nicht kennen. Deswegen finde ich es wichtig, da angemessene Worte zu wählen. Da hat er recht. Und es ist egal, was er die 30 Spiele zuvor gemacht hat. Es ging um die Bewertung dieses Spiels. Das ist auch richtig. Und da gehört Harit meiner Meinung nach zu den Besseren. Der junge Mann muss nur den Kopf hochnehmen beim Dribbeln und auch mal den zweiten Pass sehen. Dass er ins Dribbling geht, ist allerdings belebend für unser sonst totes Offensivspiel. Und ohne Harit haben wir keine Passstaffetten. Das stimmt nur teilweise. Stefan Meyer sagt, ich stimme dir mit Harit zu. Solange man noch gutes Geld für ihn bekommen kann, sollte man ihn verkaufen. Das gleiche gilt meiner Meinung nach für Kabak. Er macht in den letzten Spielen viele Fehler und ist an Gegentoren schuld. Ich würde mir wünschen, dass auf der Position Malik Chau mehr zum Einsatz kommt. Ja. Vassili sagt, 666% deiner Meinung. Harit sofort verkaufen. In diesem Sinne, horns up and balls to the blue white wall. Prima. Jackpot, Moinsen, ich bin komplett bei dir. Alles richtig gesagt. Dankeschön. Mike Valocha. Egal, ob wir gegen die Weißwürste verloren haben, man sieht, dass die Mannschaft jetzt kämpft und nicht öfters den Kopf in den Sand steckt. Ich sehe das persönlich, dass die kämpfen, aber nur das Quäntchen Glück fehlt und halt jetzt munter putzen und versuchen weiterzukämpfen und gucken, was wir gegen Bremen gewinnen. Wünsche allen noch einen schönen Abend und Glück auf. Danke, Mike. Schöner Beitrag, guter Kommentar. Balu 1904 sagt, ich fand es gar nicht schlecht, darauf können wir aufbauen. Finde ich auch.
Michael Kinder sagt, es wird jetzt aber Zeit zu siegen. Wir brauchen Punkte. Das ist korrekt. Aber gegen Bayern, jetzt mal ganz ehrlich, konnten wir das nicht erwarten. Okay, haben wir hier noch was, was... Naja. Okay, bei euch ist gerade Preetz und Labbadia vorgefahren. Oh mein Gott, nein. Okay, also wie gesagt, bei mir geht es nicht darum... ich will eben weg von diesem Quick, wir brauchen schnell Lösung. Das funktioniert nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Und wenn ich mir angucke, und jetzt habe ich mal so rausgeschrieben, ein paar echt wichtige Dinge, die im Spiel passiert sind und welche Spieler da mitgewirkt haben, ja, dann sind das Ballstaffetten. Ausgehen. Uth, Serdar, Becker zum Abschluss. Harit rennt halb über den Spielplatz. Ja, Spielplatz. Sah schön aus, hat aber super viel Unruhe reingebracht, weil zwei der Schalker Spieler da standen und sagen, hör, was passiert jetzt? Darauf sind wir nicht vorbereitet. Okay, er hätte dann, rennt an Uth vorbei, an den hätte er abgeben müssen. Okay, Ball ging dann an Raman, auf wieder mal Serdar, Abschluss. Ausgehend von Harit dann, okay, gibt zu Oczipka, der auf Uth, der köpft leider, ja, direkt auf den Torwart oder zu einfach zu halten. Aber trotzdem, das sind halt so Sachen, die können gegen andere Teams gehen die auch vielleicht rein. Ja, außerdem hat er von rechts stark ein Kommen haben. Den habe ich auch nicht gesehen, wer das war. Jedenfalls Abschluss. Dann hat die Kamera es nicht gezeigt, aber irgendwie kam der Ball wieder zu Raman. Abschluss. Abschluss heißt nicht Tor, sondern Abschluss heißt, ja, nur aufs Tor schon mal geballert. Dann haben wir wieder eine Situation. Serdar auf Raman. Der wieder auf Serdar, der auf Stambouli, der auf Oczipka. Wunderschöne Ballstaffette. Aufbauspiel hat da super hingehauen. Leider im Abschluss dann nicht geklappt. Aber trotzdem, eine andere Situation. Becker, der ist sowieso klasse. Der ist also den Jungen, mein lieber Schwan, also den finde ich super. Jedenfalls spielt der auf Raman, wieder auf Serdar. Spielt dann auf Harit, der macht wieder ein Kunststückchen und verspielt. Stambouli auf Uth und Serdar, Abschluss. Dann wurden Harit und Hoppe rausgenommen. Da haben sich dann auch viele aufgeregt. Musste aber, du 20 Minuten noch zu spielen. Wir haben Bremen jetzt, ja, die kommen. Und das ist eine Mannschaft, wo wir, oder wo zumindest, hoffe ich, wir und auch der Herr Groß, ja, auf 3 Punkte planen. Dafür muss er die beiden, oder nicht muss, aber sollte er die beiden schon, ja, wenn wir mit Harit wieder spielen und auch mit dem Hoppe, denn der Hoppe hat auch gekämpft wie ein Wilder, ja, vorne, hinten, hat abgewehrt, also alles, ja, nur wir dürfen A, keine Verletzung riskieren, wir dürfen B, keine gelben Karten riskieren, deswegen auch, ne, wenig passiert, haben auch einige gesagt, wieso, wir werden uns nicht, ja, wie gegen Bayern, das Spiel war verloren. Warum dann noch also riskieren, irgendwelche gelbe Karten oder Sperren zu kriegen? Macht überhaupt keinen Sinn. Dann kam nochmal eine Situation mit Becker auf Uth, der dann auch zum Abschluss kommt. Und dann die eingewechselten Oczipka. Nicht die eingewechselten, aber Brzelew spielt auf Schöp und dann klappt es leider nicht. Okay, wie auch immer. Aber die Namen, die sehr oft fallen, sind Raman, sind Serdar. Und den Serdar, der wird noch genau dahin kommen, wo er hin soll. Und deswegen mag ich diese Spieler, die einfach und sich mit Schalke identifizieren, die auch an einem ruhigen Spielaufbau arbeiten und nicht dieses Klein-Klein-Gedribbel können wir im Augenblick nicht machen. Das ist ja schön, dass der Harit das manchmal macht und dass das allerdings meistens nichts bringt, außer gegen Hoffenheim. Hoffenheim, die ihre Abwehr noch nicht mal umgestellt haben, als das erste Tor gefallen ist, ja, wo also Harit und Hoppe das gleiche Spiel dreimal praktisch machen konnten. Ja, komm, das kann man nicht messen. Man muss das große Ganze sehen. Nicht schnell, wir brauchen schnell irgendwas muss umgestellt werden, damit irgendwas, nein. Langsam, ruhig und konzentriert. Sicher winkt die zweite Liga. Das kann aber nicht. Das heißt aber nicht, dass man jetzt alles auseinanderreißt und alles auf die falsche Karte setzt. Man muss trotzdem
ruhig und besonnen weiterarbeiten und die Leute unterstützen, die richtig arbeiten. Serda war spitze in dem Spiel. Ja, auch wenn er keine Tore... Ja, toll, trotzdem. Super Aufbauarbeit geleistet. Uth genauso. Sorry, ich bin das Spiel nochmal durchgegangen. Alle 10 Sekunden, stopp, gucken, was ist passiert, wie sind die Pässe... Ja, also bitte mal genau hingucken, bevor man einfach so in dieser Stammtischmanier da rumbölkt. Ja, mache ich zwar auch, aber ich sage dann später mal auch so von wegen, ja, ne, na gut, da habe ich mich vielleicht vertan. Und auch bei Maharit, der kann in einer anderen Mannschaft, die schnell, die gut mit Spaß am Spiel gerade richtig schön aufspielt und so weiter, da kann der richtig gut funktionieren und wird wahrscheinlich auch. Aber im Augenblick, für das, was er der Mannschaft bringt, auf lange Sicht hingesehen, ist es am besten, noch ordentlich Geld für ihn zu kriegen und die Kohle dahin zu buttern, wo sie hingehört. A, Schuldenabbau oder B, in jemanden investieren, der wirklich passt, wenn wir überhaupt da jemanden brauchen. Ich will Ruhe, Konzentration und ein gut aufgebautes Spiel. Und das geht mit den Namen, die ich hier oft genannt habe. Speziell, ja, Serdar, Becker, Uth, Rahman. Und jetzt wollen wir mal ehrlich sein, wenn das Aufbauspiel besser geht, ja, und wir da vorne noch einen Hünteler drin haben, dann macht er aus 2 Chancen, macht er einen rein. Glaube ich. Hoffe ich. So. Und für die alle, die mit einer Harit-Puppe oder mit einem Poster ins Bett gehen, ja, tut mir leid. Ja. Bleibt Fan von Harit. Nur auf Schalke bringt er nicht viel. Sollte er gegen Bremen 8 Chancen vorbereiten und vielleicht 2 Tore machen, nehme ich alles zurück. Nee, tue ich nicht. Ich bin halt lange Sicht. Ja? Also am Saisonende kann man dann einen Abschluss machen oder eine Abrechnung machen. Okay, ich gehe um 19 Uhr online, live. Dann könnt ihr mir alles an den Kopf schmeißen. Sehr gerne. Ich halte es aus. Und bis dahin wünsche ich einen erfolgreichen Montag. Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.